Unterdessen hat Powerpaket Chrissy beim Kunden B und entladen. Bisher lief alles bestens mit dem neuen Truck. Doch jetzt kommt das Trucker-Babe in Schwallungen, in Wallungen. Ein Kurier hat sie eingeparkt. Ein letzter Versuch mit der neuen Servolenkung? Keine Chance. Obwohl, das könnte doch der Fahrer sein. Schwein gehabt. Und ab die Post. So. 6 Stationen muss Chrissy heute anfahren. Der Zeitplan eng getaktet. Da ist jede Verzögerung eine zu viel. Macht eh jeder, was er will. Sie denken, ach, ich brauche nicht lange, ich brauche nicht lange. So, und dann sind sie drinnen, da ruft einer dort, dann sind sie am 10 Minuten am Quatschen und ich stehe da und warte auf den, weil ich komme ja nicht weg. Ich kann ja gar nichts machen. Wenn's am Platz fehlt, hilft selbst die coole Mirrorcam nix. Aber schick ist sie trotzdem. Die blaue Linie ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einparken möchte und ich mal angenommen mit der blauen Linie genau am Bordstein bin, habe ich zwischen dem Bordstein und meinem Anhängerende noch ca. 1,5 Meter Platz. Und die obersten Linien sind dafür, wenn ich jetzt überhole, zum Beispiel auf der Autobahn. Wenn der LKW oder das Hindernis, was ich überhole, zwischen der mittleren und der obersten ist, habe ich genug Abstand und kann einscheren. Aber der würde auch reagieren, wenn ich jetzt früher rüber wollen würde, der hat einen Abbiegeassistenten drin, dann würde der spiegellos schreien und dann bleckt sich hier alles an, dass ich bloß nicht abbiegen soll. Ein gutes Dutzend Fahrassistenten. Da kann es schon mal passieren, dass der LKW einen bei Fehlern ausschimpft. Aha, Schweine. Der Blitzer. Haben sie ihn umgedreht? Da stand nämlich die ganze Zeit andersrum. Hab dich gesehen, du Sau. Für gewisse Details braucht es doch noch das menschliche Auge. Und dann geht's zur Jungfernfahrt endlich mal auf die Autobahn. So. Ist Feuer frei. Passiert selten genug. Trucker-Babe Chrissy fährt nämlich nur Tagestouren im Nahverkehr. Einerseits würde mich das schon mal interessieren, wie das so ist, die ganze Woche draußen, gell? Und wenn ich keine Kinder hätte, hätte ich das auch gemacht. Ich habe gemerkt, am Anfang, wo ich die Große geboren habe, habe ich auch 10 Stunden am Tag gearbeitet. Von nachts um 3 bis teilweise 15, 16 Uhr. Und ich habe viel verpasst. In der Zeit hat sie manchmal ihr erstes Wort zum Beispiel gesagt bei Oma. Das habe ich nicht gehört. So Kleinigkeiten, wo du dir sagst, ja, da gehört eigentlich die Mutter zu und nicht Oma. Damit die Töchter gut betreut sind, wechselt sich Trucker-Babe Chrissy mit ihrem Verlobten Thomas ab. Er kümmert sich tagsüber um die Kinder und sie am Abend. Sich wegen schlechten Wetters zu verspäten, wäre blöd. Also, dass ich mal stehen bleiben musste, weil es so neblig war, das ist mir noch nie passiert. Ich sag mal, so blöd das jetzt klingt, die Zeit hat kein LKW-Fahrer. Ja? Aber dann fahren wir lieber, was weiß ich, wenn sein muss, 30. Ja? Aber wir kommen trotzdem weiter voran, auch wenn nur langsam. Langsam, aber sicher. Trotz Nebel schafft es Chrissy rechtzeitig in den Feierabend. Dort wartet schon jemand sehnsüchtig auf sie. Ihr Verlobter Thomas. Der hat jetzt Schichtbeginn. Freut sich aber, sie noch mal kurz zu sehen. Lief gut. Ich habe ihn über ein Inselsberg geholt. Um zu gucken, wegen bergab und so, wegen der Straße, ob der trotzdem gut bremst. Ah, der liebe euch, ich bin echt zufrieden. Markus. Chrissy und ihr Verlobter Thomas fahren nur beruflich getrennte Wege. Privat sind sie seit 11 Jahren zusammen. Also mein Tag war gut. Ich bin wirklich zufrieden mit dem Auto, mit mir und mit allem. Ich gehe jetzt nach Hause und die Kinder, die warten auch schon ab ins warme Bett zum Kuscheln.